Ich bin ein kleines Schwein. Ich bin 562 Sonnenuntergänge alt, ungefähr. Ich wohne noch immer im Schweinestall auf dem ehemaligen Hof von Bauer. Der Schweinestall ist neben der neuen Scheune und gegenüber vom Kuhstall, der nicht sehr weit vom Ententeich ist, wo mein bestester Freund Ende wohnt. Dieses Tagebuch ist streng geheim, aber auch nicht so super streng, weil Ende und meine neue Freundin Kitty, die wissen beide davon. Aber sie wissen nicht, was ich reinschreibe und wo ich's verstecke. Dies ist mein neues Tagebuch. Und es soll unglaublich und abenteuerlich werden. Und deshalb soll es auch so heißen. Die super unglaublichen Abenteuer vom kleinen Schwein. Seit ich mit dem Tagezählen durcheinander gekommen bin, gebe ich Ihnen jetzt meine eigenen Namen. Also Bubbeltag. Wenn ich ehrlich bin, war heute echt nicht der spannendste Tag. Deshalb erzähle ich dir lieber von allem, was in den Tagen davor alles so passiert ist. Wir haben neue Bauern. Die sind total vegetarisch. Das heißt, die essen null Fleisch. Total super, weil dann wollen sie auch mich nicht essen. Hurra! Herr und Frau Sandale. So nennen wir die neuen Bauern, weil sie ständig welche tragen. Also Sandalen. Die sind echt super lieb. Sie kratzen mir andauernd den Rücken. Und Frau Sandale macht für mich das besteste Schweinefutter auf der Welt. Das kommt, weil vegetarische Bauern lieben ihr Gemüse nämlich fast genauso wie ich. Lecker Möhren, Erbsen, Pastinaken, Rüben, Kohlblätter, und Kartoffeln. Ich krieg echt alles. Wahnsinn. Und Herr und Frau Sandale haben noch jemanden mitgebracht. Hallo, Kitty. Hallo, Schweinilein. Kitty ist super schlau. Wenn sie spricht, schnurrt sie jedes Wort. Wunderschön. Ich glaube, Kitty könnte mir total gemeine Sachen sagen. Bei ihr würden die immer noch super klingen. Sie ist echt ganz lieb. Ist das für mich? Ja, genau. Ein neues Tagebuch. Großartig. Ich habe dein letztes Tagebuch gelesen und war total begeistert. Jetzt kannst du eine neue Geschichte aufschreiben. Ist das nicht toll? Kitty ist super schlau. Und wenn ihr mein Tagebuch gefällt, dann macht mich das ja auch ein klein bisschen schlau, oder? Ach, ich find glücklicher als wie jetzt. Kann ich gar nicht sein. Alles ist so super gelaufen. Bonsertag. Heute hat mir Frau Sandale mein Frühstück gebracht. Ich mag sie sehr. Sie hat super lange Haare. Die hängen bis über ihren Hintern drüber. Ihre Klamotten sind alle total bunt und mit witzigen Mustern drauf. Das schmeckt was? Mein kleiner, dicker Schweineeimer. Als alles Schweinefutter alle war, bin ich gleich zu Ende rüber, um zu fragen, ob Schweineeimer gut oder schlecht ist. Schweineeimer ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Wie soll das denn gehen? Na, es heißt nur, dass du wie ein Eimer bist, in den sie ihre Essensreste hineinwerfen können. Das ist ja dann wohl ein total toller Name. Von mir aus können sie so viel Essensreste in mich reinschmeißen, wie sie wollen. Ach. Du bist komisch. Ha, selber komisch. Schaffst du noch eine Runde? Mal sehen, Ende. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, ha, 16 Blasen. Ha, nicht schlecht. Der Zaun um das Gemüsefeld ist fertig. Ha.
Ich weiß gar nicht, warum da ein Zaun drumherum gehört. Damit keine Kaninchen reinkommen und alles wegfressen. Wenn ich das Feld so anschaue, dann macht es bei mir echt Rumpel-Rumpel in meinem Magen. Ich hoffe bloß, dass ein bisschen auch was für mich da auf dem Feld ist. Die bauen Gemüse an, damit sie es verkaufen können. Verkaufen? Eintauschen gegen Geld. Und das Geld essen sie dann? Geld kann man nicht essen. Das schmeckt überhaupt nicht. Die tauschen ihr Gemüse gegen was ein, was man nicht essen kann? Schön blöd. Was Kitty übrigens super gut kann, ist Schleichen. Du sitzt einfach da und Kitty nicht. Und auf einmal, hast du nicht gesehen, sitzt sie neben dir. Wahnsinn! Genau wie jetzt zum Beispiel. Ja! Nicht wahr? Kitty! Hallo! Ich verstehe das auch nicht mit dem Gemüse. Du frisst doch eh nur Mäuse und Kaninchen. Was? Nein! Ich bin eine vegetarische Katze. Echt? Glaub ihr kein Wort! Das sagt sie nur, damit Herr und Frau Sandale sie noch mehr lieben. Was treibst du denn hier so, mein süßes Schweinilein? Ich guck nur, wie viele Blasen ich mit einem Pups hinkriege. 16, 17, 18, 18.